Leerzeichen aktiviert, Aufnahme stoppen. Hallöchen und willkommen zurück zu A Hero's Call. Ich muss mich wirklich zumindest für die letzte Folge entschuldigen, weil ich bin echt, ich wusste, wo noch ein Campsite war, beziehungsweise so unterbewusst halt. Und ich glaube, ich habe auch irgendwann nochmal gesagt, ah, das merken wir uns mal, dass das da ist. Aber nun ja, wir sind in der Fischerei. Oder fast in der Fischerei und hier irgendwo? No. Hört ihr schon das Feuer brennen? No. Und da ist es, das letzte Campsite. Let's fight! Da wird die Quest schon aktualisiert, obwohl wir den Kampf noch nicht gewonnen haben. Zwei Banditen nur. Also ich hätte gerne mal gegen so einen 7er-Trupp richtig heftiger Banditen gekämpft. Aber dann... hätte ich wahrscheinlich auf hart spielen müssen und das soll relativ hart sein, dann gleich wieder. Aber wollte ich das Spiel nochmal durchspielen, werde ich es auf hart durchzocken. Definitiv. Und? Quest? Ja, Final Report, den kriegst du gleich, du Lucius. Sack, Lucius. Gnadenlos die Willpower hoch, weil die hat echt heftige Angriffe und macht damit kaum Schaden. Ich glaube, das liegt an der Willpower. Und sie hat was Neues, genau, Lightning Storm. Das ist wohl die Erweiterung von Chain Lightning. Macht nicht so viel Schaden, aber ist ja auch noch ungeskillt. Nice. Es wird gleich mal gelevelt. Dann wird gespeichert und dann wird zurückgereist, um die letzte Questreihe zu beenden, glaube ich. Liebe Leute. Wenn mich nicht alles täuscht, zumindest. West. 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 Ich glaube, ich habe mich mit dem Tor vertan. Ich hätte zum Südtor gemusst. Southwest. 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 South. Northeast. Nein, ich habe nur das falsche. Mit meiner Konzentration East. Ist es nicht so weit her, liebe Leute. Ich habe heute schon 7 nervige Soziologie-Vorlesungen zusammengefasst. Ich glaube, das merkt man ein bisschen. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen heiß drauf, diese Quest zu beenden und vielleicht spiele ich heute auch noch zu Ende. Das sehen wir dann. So, dann Lucius. Ja. Das kann man so sagen. Die haben sie alle umgebracht. By the divine, you actually did it. There are still a few bandits at large in the woods, but you've given us hope of reclaiming the road. This city owes you a debt of gratitude. Here, a fitting reward for your service. Was haben wir jetzt gekriegt? Boah! Keep your eyes open, your sword sharp. Jawohl, ja! Wir haben jetzt noch irgendwas gekriegt, aber das sieht man immer so schlecht. Das wird immer übertönt. So, was haben wir jetzt noch? Sublines? Hero's Call und Betrayed. Das sind die beiden Endquests. Ich gehe nochmal durch die Arme hier nach einer Tür. Da kommen wir aber weiterhin nicht rein. Reden wir nochmal mit Lucius.
West. Yes. It's good to see you again, my friend. What do you need? Es ist auch nett, dich zu hören. You've already done enough. I understand you're trying to help put a stop to the attacks on Farhaven. You should focus your energy there. Nothing at present. If you ever get tired of adventuring, let me know. I could use someone like you on the Force. Ja, liebe Leute. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wann die Folge angefangen hat. Ich hätte, aber es wird nicht lang sein. Leute, wir haben praktisch nur noch zwei Quests, die beide das gleiche sind eigentlich. Ich wüsste auch nicht, wo man nochmal neue Quests herbekäme. Ich habe mit den meisten Leuten... Ich würde theoretisch gerne nochmal mit Hope reden. Die Vampirjägerin mit dem schnuckligen Vampir, dem wir geholfen haben. Aber ich habe die tatsächlich zu finden versucht und es war ein ziemlicher Krampf. Und ich glaube auch nicht, dass sie uns nochmal eine Folgequest gibt oder so. Höchstens nochmal ein, zwei nette Sätze. Ja, schön, dass du unseren Liebsten verschont hast oder so. Dementsprechend... Wir fangen jetzt an, Leute. Wir machen es jetzt fertig. Wir gehen jetzt und suchen Cedric. Die Sau. Und weil das das einzige Ding ist, wohin wir schnell reisen können. Oder zumindest fast schnell reisen können, nehmen wir hier den Eingang. In die Dingens, in die Kanalisation. Wir schauen aber vorher nochmal, und zwar nach der Ausrüstung. Er hat immer noch Alexias Hut. Aber diese Novizen-Griefs sind echt das Beste, was wir kriegen können. Das ist echt krass. Für die Offen haben wir auch nichts. Da haben wir noch was Besseres. Ja, genau. Wir haben halt 50% Unholy Damage plus, das ist schon heftig. Gucken wir uns nochmal Gwen an. Aber dann geben wir doch lieber den hier, der schützt ihn ein bisschen. Mages Row.
Oh, da haben wir was Besseres. Das gibt dir HP. Das gibt dir Schlüssel-Lightning. Und das gibt uns Titus, den ich schon aus Sympathiegründen gerne dabei haben möchte und als Schussfänger. Habe ich denn nicht irgendwo... damit würde ich mir halt mit dem Paladin-Helm würde ich mir halt übel Dings geben, aber Bonus gegen Statuseffekt ist auch nett. Nee, nur gegen die Untoten. Okay, Leute, wir sind gut ausgerüstet. Wir sind bereit, wir gehen in die Kanalisation. Womit wir dann wahrscheinlich schon wieder am Ende einer Folge wären. Es ist halt nicht, macht die jetzt gerade aus für den mega kurz. Ich weiß es auch nicht so recht. Aber runter gehen wir jedenfalls noch. West. North. West. West. Da war's doch schon. West. South. North. West. South. South. East. Ah, nochmal ein bisschen im East. Kreis latschen hier. Aber zum letzten Mal in diesem dummen Wald im Kreis laufen. So, ich speichere einmal hier. Und einmal hier, nur für den Fall. Und dann gehen wir in die Kanalisation. So, wir haben... Cedric's Campsite. Alter, wie viele Leute hier wohnen. Die müssen dich mega auf die Füße treten, ey. South. 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 Die müssen doch alle voneinander wissen. Die Banditen müssen doch von ihm wissen. Und der Troll muss von Cedric wissen. Der Troll kommt bestimmt zum Kaffee zu Cedric. East. East. South. South. Wie gesagt, ich mache jetzt zwei Save-Files, falls zum einen, falls das Spiel zu Ende ist. Oder zum anderen, falls ich irgendwie noch eine andere Entscheidung treffen will. Irgendwie sowas. Was fällt uns denn hier unten an? Wasserdrachen? Ah, drei Warlords. Na komm. Lightning Storm. Probieren wir mal aus. So, zum Abschluss der Folge noch mal einmal ein bisschen fighten hier. 42 Damage. Au. Das klingt ein bisschen wie eine Funkstörung, finde ich. Aber gut. East.
Wir haben vermutlich die letzte Questreihe in diesem Spiel beendet, außer von den Subway Lines. Und machen uns auf den Weg zu Cedric und ins absolute Endgame. Ich hoffe, diese Folge war wieder nicht so nervig. Und beim nächsten Mal gibt's richtig Action. Bis dann, Leute.